Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Ich würde eher sagen, guten Morgen. Es ist relativ früh am Morgen. Wir fahren heute nach Hamburg zu einem Event rund um das Thema Essen. Und ich dachte mir, ich nehme euch dahin mit. Meine Assistentin Jill ist auch dabei. Die unterstützt mich da beim Film. Ich dachte, vielleicht ist das eine ganz coole Sache für einen Vlog. Und ich erzähle euch gleich mehr nach dem Intro. Und zwar sind wir bei dem Event von Heymates. Bei Heymates bin ich immer einmal pro Jahr mindestens in Berlin auf der Fashion Week zum Event. Und die haben auch eins in Hamburg zum Thema Essen. Foodies aufgepasst, you just came for the food perfect. Denn unser Foodie Date geht im März schon in die zweite Runde. Es dreht sich alles rund um Meals, Snacks und Drinks. Da gibt es auf jeden Fall viele verschiedene Marken. Das haben sie in einer anderen E-Mail geschrieben. Ist eine interessante Geschichte. Ich liebe Essen. Ich mag solche Events. Ich mag es, mich mit Firmen zu connecten, auszutauschen und coolen Content für euch zu drehen. Und darum geht es heute so ein bisschen. Und ja, was für ein chaotisches Ding. Auf jeden Fall gehen wir da heute hin und ich zeige euch viele Eindrücke und freue mich auch und bin gespannt. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me. But they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. And when you're making money, make sure you don't spend it too soon. Fuck that, I'll do what I wanna do. I got a different path from everyone and that includes you. Who are you to tell me how to live life? In these times it feels like nobody's right, yeah. So I'ma figure out what else we succeed. And then invest all of my time into that and proceed. I need whatever the hell can make me happy. And I don't think you have a clue what could that be. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that can make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous. But I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I think this life could be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental. I don't think you understand what I'll go through just to be in control of my life soon. All the negativity, man, I'm immune. I don't really need a mask with all I've been through. I've been making changes for the ages. 5-10-year plans are contagious. I attack that. So, meine Lieben, das ist jetzt der fertige Look. Ich habe so Stiefeletten, die habe ich vor 5-6 Jahren mal irgendwo gekauft, ich kann euch nicht sagen wo. Dann habe ich einen Jumpsuit, der ist von Only, aber den habe ich secondhandmäßig mal gekauft. Dann habe ich von Oceans Apart einen Blazer und dann habe ich von Louis Vuitton, ich habe mir letztens meine Ersparte auf den Kopf gehauen, eine Handtasche und eine Mütze. Ja, das ist jetzt der fertige Look. Und jetzt fahren wir gleich los mit Jill und dann bin ich sehr gespannt aufs Event. So, wir kommen jetzt dem Ganzen langsam näher und sind gleich in Hamburg. Kaum haben wir Norddeutschland verlassen, ist das Wetter direkt schön und sonnig. Und ihr glaubt nicht, was mich aufregt. Ohne Scheiß, gefühlt kann ich meinen Lippenstift im Schlaf machen. Ich bin so ein Perfektionist mit meinem Arschloch-Lippenstift. Der sieht immer fresh aus, millimetermäßig nice, dies, das. Ey, ich habe den sowas von schief gemacht. Seht ihr das? Wie das hier so normal ist, fluffig, bla und hier so schräg runter. Selbst wenn ich lächle, fällt es richtig auf. Seht ihr das? Ja, das heißt, wir halten jetzt bei Rossmann an. Gott sei Dank ist ein Rossmann in der Nähe von der Veranstaltung und holen Arschloch-Ersatzlippenstift, weil ich möchte nicht auf Pressefotos aussehen wie jemand, der sich gar nicht schminken kann, weil kann ich ja meistens, weißt du, wie ich meine. Ey, ärgere ich mich, dass ich jetzt keinen Ersatz mitgenommen habe. Also, ne, aber aus Fehlern lernt man, aber trotzdem nervig. So, wir sind jetzt in der Nähe von einem Rossmann. Jill ist schnell reingesprungen. Das ist so ein Luxus, da bin ich so dankbar für, dass ich Mitarbeiter habe und die dann vorschicken kann zu so einem Kram, weil ich muss so dringend pinkeln, ich kann kaum laufen. Manchmal auch, wenn wir bei Veranstaltungen sind, schicke ich Jill vor, damit sie mit Menschen redet, weil ihr wisst, ich bin manchmal voll komisch mit Menschen und es fällt mir voll schwer, auf Menschen zuzugehen. Das ist wirklich etwas, da bin ich richtig dankbar für. Danke Gott, dass ich Mitarbeiter habe. Oh, ich muss so pinkeln.
Ich muss so pinkeln. Egal, ich reg mich nicht auf über meinen Kram hier. Pipi Max, es war mal ein Pipi. Oh, jetzt krieg ich auch noch mal 5 Minuten. Oh, jetzt ruft mich jemand an, Digga, nie. Ah, Jill ruft an, okay, die darf das. Moment. Ja, das Problem ist, dass ich vor Events immer nicht so viel esse, weil ich irgendwie, weiß nicht, gestresst bin. Weil viele Menschen und dies und das fällt mir echt immer oft schwer. Und dann bin ich irgendwann auch so hyperaktiv, weil ich auch hungrig bin. Ganz komisch. Also ich habe auch Tage mit meinem ADS, wo meine Medikamente irgendwie nicht ausreichend wirken, wo ich richtig am Rad drehe, richtig belastend und anstrengend dann an solchen Tagen. Der Pipi Max. Krass, ich habe damals immer diese Werbung gesehen und mir einen Pipi Max gewünscht. Ich hatte nie einen Pipi Max, aber dafür hatte ich dann irgendwann Rodi und Luna. Manchmal kriegt man mehr, als man sich von Gott wünscht sogar. Schön, ne? Okay, lass uns nicht reden. Ich muss meine Kraft jetzt sparen, damit ich meine Blase kontrollieren kann. Ja, Digis, ich konnte jetzt hier schnell in einem Restaurant auf Toilette gehen. Ja, bei dem Licht wird das schwierig mit dem Lippenstift, aber ich mach's gleich im Auto. Ja, Glück im Unglück. Ey, ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Ich habe mir so ein Miniaturparfüm mitgenommen, weil ich das auffrischen wollte, bevor ich zur Veranstaltung gehe. Sehr intensiv MCM. Klatsche es mir drauf. Denk so, hey, warte mal. Ja, ich habe das Männerparfüm raufgemacht. Ich rieche jetzt komplett nach gut riechender Mann. Puh. Wow. Wow, mein Männergeruch erstickt mich. Ich habe mir hier Parfüm hingetan. Und auf meine Arme hier, wie heißt das? Unterarm? Da, wo die Herzen sind. Wie heißt das? Puls? Oh, ich riech so krass nach Mann. So richtig. Wieso man sich vorstellt, wie Aragorn riecht. Sexy, frisch, herb. So riech ich gerade. Ja, wir sind jetzt da. Ich zeige euch auf jeden Fall ein paar Eindrücke. Ich bin selber sehr gespannt. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go. Every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They're deceived with the negativity, but I just slide right by that. Low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no man. Ich hoffe, dass euch die Eindrücke gefallen haben. Jill und ich sind jetzt am Essen. Schmeckt gut, was mich richtig freut, weil ihr wisst ja, ich kann meistens auf Events nicht essen, weil ich so aufgeregt bin. Aber wir haben hier von Iglo was, schmeckt auf jeden Fall sehr lecker. Kleine Empfehlung, es gibt etwas mit Spinat. Das sieht so ein bisschen ähnlich aus wie Fisch, ist aber so vegetarisch und das müsst ihr probieren. So Fischstäbchen mit Spinat-Dings probiere ich auch gleich. Ja, ist vegetarisch. Ist aber vegetarisch halt, ne? Ja, ich habe mich unterhalten mit manchen von den Firmen, mit manchen, die ich kenne. Jetzt chillen wir, schneiden den Content zusammen. Danach fahren wir zu Louis, weil ich möchte mir, glaube ich, die Mütze gerne in anderen Farben kaufen, weil ich mag die so gerne. Ich freue mich schon die ganze Zeit über meine Mütze. Wer hat die dumme Idee gehabt? Weil ich wollte mir eine beige holen, aber von was anderem. Und dann sagte sie, ey, gibt's die nicht auch, wenn du sie so gerne magst. Ich habe die bei irgendeiner Influencerin gesehen und fand sie so toll. Ja, und jetzt fahren wir gleich dahin und dann gucke ich mal nach anderen Farben. Manche finden vielleicht, die sieht doof aus, aber ich finde, die sieht richtig toll aus. Ich habe mich jetzt auch an meinen Männergeruch gewöhnt. Ich habe mich hier direkt auf Klo abgewaschen, hat gar nichts gebracht. Man riecht mich aus der Ferne. Ja, aus dem Fehler lerne ich. Das passiert mir kein zweites Mal. Guck mal, hier ist das von Iglo und vielen Dank. Dankeschön. Schon wieder. Und das ist das, was Jill meint. Also ich mag ja den Spinat so sehr gerne. Aber die Sticks kenne ich nicht. Die sagt, dass sie sehr lecker sind. Werde ich gleich mal testen, aber damit ihr gesehen habt, wovon sie geschwärmt hat. Jill hat recht gehabt. Sehr lecker. Red mal kurz. Also red auch mal als Jill. Hallo. Ich weiß gar nicht, was ich denen erzählen soll. Hallo, was geht? Wie schön das ist. Ja, guck mal. Warte, ich als norddeutsches Kind finde Hamburg mega schön und gerade Wasser. Digga, die können mich gar nicht hören, dafür ist es viel zu windig. Die können mich gar nicht hören. Wenn du mit dem Litten da rangehst. Hallo, das könnte eventuell gehen. Genau, wir sind jetzt durch und deswegen, und wir gucken uns jetzt gerade nochmal den Hamburger Hafen an, weil das ist nämlich genau hier, waren wir.
Und jetzt gucken wir uns das einen Moment an und hier mache ich einen Moment mit. Ja, Digi, ist vor der Arbeit, nach der Arbeit. Ich habe noch eine Kampagne, die ich abdrehen muss für morgen. Das heißt, das mache ich jetzt erstmal, bevor es dann bald ins Bettchen geht. Oh, in meiner schönen Fotobox. Hier seht ihr das mal so ein bisschen behind the scenes. Ich habe mir so ein Drehgerät gekauft. Hammer gute Investition, wenn man jetzt Content macht und so. Werde ich euch meine Infobox verlinken. Und da seht ihr meine Kamera, mit der drehe ich gerade behind the scenes für meine Instagram-Story. Und da ist mein zweites Handy, mit dem ich die Kampagne für morgen abdrehe. Ja, Digis, es ist 22 Uhr. Mein Arbeitstag heute ging 13 Stunden, ist noch kein Ende in Sicht. Ich habe jetzt alles abgedreht. Ich muss jetzt auch einiges schneiden, bearbeiten und sonstiges. Also so schnell ist ein 15-Stunden-Arbeitstag auch mal rum. Und auch wenn solche Events total cool sind und Spaß machen und toll sind und man kann Firmen kennenlernen und dies und das, ist natürlich immer Arbeit. Du bist da, du bist zum Film da, du bist mit Mitarbeitern da. Dies, das und sonstiges. Dann natürlich die Fahrt nach Hamburg hin und zurück und bla. Ja, 22 Uhr, ich denke mal, gegen 24 Uhr werde ich Feierabend haben. Dann fahre ich morgen wieder nach Hamburg mit Jill, weil ich habe eine Stil- und Farbberatung. Da drehe ich auch ein YouTube-Video für und nehme euch mit. Und dann treffe ich den Anastasia Beverly Hills Make-up-Artist aus Europa. Also der in Europa schult und drehe mit ihm, stell viele Make-up-Fragen. Der, ich mache mich schon abschminkbereit, während wir quatschen. Also werden auch zwei coole Videos, die auf jeden Fall noch auf euch zukommen. Ja, jetzt kommt nur noch ein bisschen Arbeit auf mich zu und dann duschen. Leider Gottes auch duschen. Und dann auf jeden Fall schlafen. Aber ich dachte, ich nehme euch mal mit, weil ich mache ja nicht so viel Vlogs, weil oft passiert auch nichts Spannendes bei mir. Aber ich dachte, vielleicht ist das mal ein bisschen interessant für euch, ja, so ein bisschen bei sowas mitzunehmen. Und vielleicht haben euch die Eindrücke ja auch ein bisschen gefallen. Und ja, das war jetzt mein Vlog halt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und in diesem Sinne bin ich auch sehr, sehr gespannt auf eure Kommentare. Und ich freue mich auf eure Kommentare. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen. Und auf Wiedersehen.